Herzlich willkommen zurück in der wundervoll modifizierten Welt von Morrowind, meine Freunde. Ich bin gerade an einer klein wenig anderen Stelle. Unter anderem durch Tipps von Eternal Soul. Er hat mich nochmal darauf hingewiesen. Hey, Stone! Du warst letztens vor der Senim-Ahnengruft. Ich hab dich mal vor 20 Episoden oder so darauf hingewiesen, dass du da auf jeden Fall reingehen solltest. Also gehen wir dahin. Und ich habe auch, siehe hier, nee, nicht siehe hier. Auf jeden Fall, ihr könnt euch sicher sein, ich habe die Höhle mit dem Typen gefunden, den wir für den Kopfgeldauftrag erledigen sollen. Die befindet sich hier. Ich habe dort den Markierenzauber gesetzt, sodass wir, wenn wir uns um die Senim-Ahnengruft und gleich nochmal eine kleine andere Sache gekümmert haben, werden wir dann sofort mit dem Kopfgeldauftrag weitermachen können. Aber von vornherein muss ich noch eine große, große Sache loswerden. Ja, es hatte mit dem Journal zu tun. Ich muss hier ganz offiziell einfach nochmal sagen, vielen Dank an Chucky in den Kommentaren, der in letzter Zeit mein gesamtes Morrowind-Let's Play innerhalb von wenigen Tagen durchgesuchtet hat. Danke, danke, danke. Er hat sich nochmal um den Journalfix tatsächlich gekümmert. Ihr könnt euch ja erinnern, das war bei mir hier gebuggt. Hat nur mit einer einzigen Quest tatsächlich funktioniert. Er hat dann ein bisschen recherchiert. Ich hatte ja dafür leider keine Zeit. Ihr hattet ja auch erstmal nichts gefunden. Und er hat dann relativ schnell, könnt ihr jetzt sehen, jawoll, alle erledigten Quests, die ich bereits gemacht habe, sind jetzt tatsächlich hellgrau. Das war ja vorher so, dass alle schwarz waren und nur eine einzige war grau. Und das war die, glaube ich, das war irgendeine Tribunalsquest, also als ich gerade in Gramfeste war, beziehungsweise wie auch immer das nochmal auf Englisch heißt, weil Englisch scheißt. Nein, aber weil ihr ja gesagt habt, oh mein Gott, Gramfeste, auf Deutsch klingt das so schrecklich. Nein, nein. Da war das nur bei einer richtig gelockt und jetzt guckt euch das an. Die ganzen alten Kriegergilden-Quests, die wir gemacht haben, alles schön ausgegraut. Und jetzt kann ich nur noch die aktiven Quests einschalten. Wundervoll. Also ganz großes Danke an Chucky, der sich die Mühe gemacht hat, da zu recherchieren und das zu finden. Jetzt werden wir keinen Stress mehr haben, ältere Quests noch uns zusammenzusuchen. Und ja, und dann wurde mir auch noch der Twip gegeben, dass ich mir eine Dwemer-Röhre für irgendwann mal später aufbewahren soll. Weil ich ja in irgendeinem Dungeon eine Röhre dann... Oh, der ist aber gerade eben smooth vorbeigeschleidet. Ich habe die Dwemer-Röhre jetzt nicht im Inventar behalten. Aber ich merke mir einfach mal, yo! Ich soll mir einfach mal für die Zukunft eine Dwemer-Röhre einstecken. Dann werde ich das auch einfach, wow, zum Spaß machen daneben. Und ich habe das zwar jetzt selbst noch nicht so oft betont, aber... Ich muss es einfach nochmal sagen. Jetzt gerade eben, ich habe es gerade eben bei diesen Skelettfürsten heißen die oder so. Nehme ich an. Wo ist dein Aschehäufchen? Ich sehe es gerade nicht. Die Skelettfürsten, die an den Zaubern, so rum wollte ich das sagen, an den Zaubern, die sie abgeschossen haben, hat man das nochmal gesehen. Ich bin so froh, dieses Sternzeichen genommen haben. Also, wirklich. Mit dem Magie absorbieren und so weiter, weil das ist echt der absolute Wahnsinn, wie oft mich die Viecher mit den Sachen da nicht treffen, mit den Spells, in den Zaubersprüchen. Normalerweise, Skelettfürst heißen sie, genau. Normalerweise wäre das der absolute Krampf und die würden mir richtig heftig einschenken, aber, oh, hallo, Blindheit, Last. Warte, wie viel ist das Ding wert? 200? Naja, gar nicht mal so schlecht. Werde ich wahrscheinlich niemals brauchen, aber ich bin gespannt zu sehen, warum zur Hölle ich hier reinlaufen sollte. Warum mir gesagt wurde, oh mein Gott, geh da unbedingt rein. Rolle der grauen Seele. Momentan ist das ja eher noch so eine relativ harmlose, normale Ahnengruft. Ich nehme an, irgendwann am Ende wird es jetzt ultra den Loot geben oder irgendeinen Ring oder irgendetwas. Weswegen sich es gelohnt haben wird. Wir bleiben gespannt. Rolle des reinen Körpers. Nee, der Reinheit des Körpers. Oh. Lebensenergie wiederherstellen, 200 Punkte. Ausdauer, 200 Punkte. Schön. Also quasi so eine Hygienerolle. Hi, guys!
Oh, Speer auf 99. Dann die Frage, die ich das letzte Mal gestellt habe. Bezüglich meines Speers war ja, hey, muss ich diesen Speer dann ausziehen, wenn ich ihn auf 100 bekommen will? Oder muss ich ihn, oder kann ich ihn einfach anlassen und werde auch so ganz normal auf 110 steigern können quasi? Und da habe ich Antworten in tatsächlich beiden Richtungen bekommen. Eine rot leuchtende Kerze, merkwürdig. Einmal habe ich in den Kommentaren gelesen, ich glaube, das Ding müsstest du dann so ausziehen und auf einen anderen Speer wechseln. Und jemand anderes hat gesagt, nein, ich glaube Eternal Soul und Malkador waren das. Und der andere von euch hat gesagt, nein, das müsste auch so gehen. Rolle der obersten Herrschaft. Oh, oh, Humanoide befehligen und Kreaturen. Bambuskerzenständer. Ich fände es so toll, wenn man diese Kerzen und die ganzen Gegenstände auch nochmal tatsächlich schön tragen könnte. Also so wie in den anderen Morrowind Elder Scrolls Parts danach, meine ich natürlich. Das wäre super, so mit Y. 50 Schloss und Falle. Hm. Nochmal. Dädra Haut. Oh, lecker. Endlich wieder was zum Kauen. What? Hauen wir mal. Nice, das ging fix. Knochenstiefel brauche man nicht. Eisenkriegsammer brauchen wir auch nicht. Bin ich mal gespannt, was jetzt gleich hier hinter diesen Türen sein wird. Erstmal wollen wir hier die Fallen loswerden. Ich frage mich auch, ob die Fallen... Wie die Fallen... Oh, nice. Wie die Fallen gewertet werden. Weil zum Beispiel... Wenn ich jetzt eine höhere Schlosszahl habe, ob dann auch die Falle irgendwie extremer wird oder sowas. Oder ob es tatsächlich irgendwie nur so ist, dass die Falle separat gewertet ist oder so. I don't know. Gib der Tür. Nice. Alles schön auf, Knagge. Und was haben wir hier? Waren natürlich beides die gleichen Türen, aber ich wollte beides knacken, natürlich. Mal sehen, was mich gleich hier am Ende erwarten wird. Ob da irgendwie ein besonderer... Oh. Elementar? Nein. Nochmal ein normaler Skelettkrieger. In dem einen Dungeon, in dieser einen Ahnengruft, die ich ja für euch beschleunigt habe. Oh, was war das für eine Waffe? Stahl, okay. Du auch, ne? Oder, ja, auch Stahl, Breitschwert, nicht so wichtig. In der einen Ruine, die ich beschleunigt habe, da war ich ja auf jeden Fall so frei und, ja... Habe sie beschleunigt, weil ich da auch nichts Besonderes gefunden habe. Und ich persönlich muss einfach ganz ehrlich sagen, upsala, da ist ja der Nächste, dass mir dieses beschleunigte Geräusch voll gut gefällt. Der schnelle Elder Scrolls Soundtrack gepaart mit den schnellen Geräuschen, zack, 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 mit dem Rumabgesteche. Das ist lustig. Mir gefällt's sehr gut. Okay, Haufen Ausrüstung. Matze. Ein Ghoul-Herz, okay. Pop-Yes-Skelett, what? Was ist hier los? Ich speichere mal kurz, ich habe Angst, dass irgendwas Schlimmes gleich passiert, wenn ich den irgendwie loote. Ghoul-Herz, interessant. Grüne Flechte, brauche ich den vielleicht für irgendwas anderes? Armun-Ahn-Knochenschulterplatte. Oh, ich kann nicht gar nicht mal so mehr so viel tragen. Oh. Knochen vom Popje klingt nach einem Questgegenstand, nehme ich mit. Selbstverständlich. Paar Draken, teurer Ring, ja. Pops Amulett. Keine Verzauberung, aber sehr viel wert. Ring von Phynaster, 18.000. Gift, Magie und Blitzresistenz, hoi. Das ist aber schön. Das wäre wohl der Grund gewesen, warum ich hier rein soll. Irgendwas hinter mir gespawnt. Der böse Geist von Pop. Der Pop. Der nette, nette Pop. Das ist ja alles nur normales Knochenzeug. Stahlkriegsaxt, ganz normal. Teurer Ring, ja, normaler Alkohol. Gajulan-Knochenhelm, das klingt normal.
Armun Ahn, nehme ich dann an, wird auch normal sein, der Rest. Also ich glaube, der Rest ist jetzt hier nicht so besonders. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege und ihr sagt, oh mein Gott! Das hättest du auch für irgendeine andere Quest gebraucht, aber ich kann gerade nicht mehr sehr viel mehr tragen. Die Ringe sind auch schon mal sehr, sehr geil. Also das Amulett und der Knochen bestimmt für irgendeine Quest, weiß noch nicht für welche. Und Gift, Magie und Blitzresistenz 20%. Intelligenz und Willenskraft ist für mehr Mana und so. Jawohl, es gibt mir 30 mehr Mana, das ist sehr, sehr geil. Vor allem, weil ich ja mein Mana nicht regenerieren kann, ist das sehr praktisch. Und ansonsten habe ich Reflexion und Akrobatik und normale Waffen widerstehen. Dann würde ich sagen, haue ich mir diesen Ring rein, wenn ich gegen Magier kämpfe und es richtig knifflig wird gegen die Magier. Und ansonsten habe ich erstmal normale Waffen widerstehen als Standardring drin. Nice. Dankeschön für den Tipp, die Seen im Ahnengruft doch nochmal zu erkunden. Da eine Gruft, man kann das eben vorher nie wissen. Eine Gruft habe ich erkundet und da war absolut gar nichts Besonderes drin, sprich die, die ich beschleunigt habe. Und jetzt hier in der Gruft, die ich übersprungen habe, weil ich mir dachte, ja, man muss ja nicht in jede Gruft absolut reingehen, gehe ich jetzt mal nicht rein und dann ist die irgendwie total geil. Bevor ich jetzt aber den Rückrufzauber benutze, wurde mir auch noch gesagt, hey, ich bin ja hier in Dagonfell. Geh mal in Sorgwilds Turm, da kannst du schon mal einen Besuch abstatten. Ich werde, glaube ich, später angeblich, habe ich auch gelesen in den Comments, von der Magiergilde hier mal hingeschickt. Aber ich dachte mir, wenn ich sowieso schon in der... In eurem Blut baden. Oh, okay. Wenn ich sowieso schon hier in der Nähe bin, dann... Wer ist das überhaupt? Ist das jemand Besonderes? Chlora Langbein. Das ist eine komplette Knochenausrüstung. Das ist ja für diejenigen von euch, die sich jetzt nicht so super erinnern. Sorgwild der Rabe. Eieiei. Das wird ein bisschen größer sein. Tor hoch, Tor runter. Ihr Envar! Auch irgendein seltener Charakter. Moment. Benutzen, benutzen, Wirkung durch benutzen. Nein, nein, nein. Ich habe gerade noch einen anderen Plan. Lauft weg, solange ihr es noch könnt. Das ist ja hier relativ groß. Und ich glaube, ich könnte die ganzen Leute auch jederzeit hier töten. Also das jetzt schon machen. Und der Auftrag wird bestimmt sein, irgendwie hier die dwemerischen Schemata mitzunehmen. Aber wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Ich lade nochmal kurz neu. Weil ich weiß nicht, ob nicht vielleicht irgendwo ein Dialog möglich wäre mit den Leuten, falls ich questbedingt hierher komme. Weil dieser Turm ist ja direkt neben Dagonfell. Und so, habe ich ja den Ring und alles? Jawohl. Direkt bei Dagonfell und deswegen finde ich es gerade ein bisschen komisch, dass alle mir gegenüber feindlich eingestellt sind. Auch wenn sie schon natürlich so über ein bisschen über den Typen da drinnen gelästert haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mir bestimmt hier sagen werdet, ach Stone, natürlich werden die dich auch so angreifen. Das nehme ich nämlich sehr stark an, dass die das so oder so machen würden. Aber nichtsdestotrotz, ich verschiebe das auf einen späteren Besuch. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns jetzt erstmal um den Kopfgeldauftrag kümmern und in diesen Turm hier von Sorgwild werde ich tatsächlich erst reingehen und alles hier weglooten, wenn mich die Magiergilde auch hier hinschicken wird. Weil davor ist das jetzt erstmal relativ Wurst. Und vielleicht gehe ich sogar erstmal... Ich glaube, ich gehe erstmal ganz schnell ein Ründchen verkaufen, dann werde ich von dort aus den Rückkehrzauber machen, sodass ich sicherstelle, dass ich auch garantiert alles andere dann einsammeln werden könne. Könne? Ayö? Nein, einsammeln werden kann, was ich dann beim Kopfgeldauftrag einsammle. Oh, achtet mal kurz jetzt hier auf den Schrein, worauf ich auch aufmerksam gemacht wurde. Das ist mir vorher nie aktiv aufgefallen, aber guckt euch meinen Mana links unten an. Okay, was ich euch eigentlich zeigen wollte, weswegen mein Mana immer wieder aufgefüllt wird, wenn ich die Schreine hier benutze. Das lag nicht daran, wie ich bisher angenommen habe, dass die Schreine nicht nur meine Attribute hier wiederherstellen und auch gleichzeitig mein Mana, meine Lebenspunkte und alles, sondern das lag immer daran, dass mein Sternzeichen Atronarch hier diese Buff-Zauber von den Schreinen einfach absorbiert hat und das hat mein Mana wiederhergestellt. Aber ich habe gerade eben selbst nochmal herausgefunden, dass das nicht mit allen Schreinen funktioniert. Schaut euch das zum Beispiel mal hier an. 12 Mana habe ich derzeit.
Jetzt gucken wir uns das mal an. Nein, den Buff habe ich jetzt nicht absorbiert. Diesen auch nicht. Diesen habe ich absorbiert. Wieder dieses runde Glitzer. Diese Animation. Jetzt habe ich 13 Mana. Also wie es aussieht, gibt es von einigen Schreinen einige Buffs, die wirklich nur einen Mana-Punkt mir wiederherstellen. Das bringt mir das dann nichts. In dem Fall von dem heiligen Meris und dem heiligen Roris, die Buffs sind für mich nicht interessant. Aber von einigen anderen Schreinen wiederum habe ich die großartige Möglichkeit, wirklich mein ganzes Mana wiederherzustellen. Aber das war nur jetzt hier so als Nebeninformation, was ich festgestellt habe. Erstens und zweitens, worauf ich aufmerksam gemacht wurde. Und jetzt gehe ich aber verkaufen. Hier. Tada, der Beweis. Jetzt gerade eben hat sich mein Mana voll aufgeladen, wenn ihr da links unten hingeguckt habt. Fertig. Also Rilm ist mir sympathisch. Rilm und ich glaube noch Velot. 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 Weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Aber der Kerl auf jeden Fall, der heilt auch nochmal gleichzeitig mein komplettes Mana. So. Jetzt regnet es hier gerade leider. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es so schönes Wetter. Ich könnte mit dem Verkaufen ein bisschen übertrieben haben und wir haben jetzt, wie es aussieht, 88.000 Draken. Die ganzen Ork-Rüstungen, die ich bei mir hatte, die haben doch schon einiges in die Kasse gebracht. So, jetzt will ich sagen, hier, Sargon, hier bin ich auf der Karte. Ich glaube, ich habe das schon das letzte Mal bei der letzten Folge eingeblendet als Kommentar oben. Und da habe ich ja geschrieben, dass ich habe Sargon die ganze Zeit nicht gefunden, weil ich im Questlog kurzzeitig falsch gelesen hatte. Ich hatte gelesen, ja, von Vaas genauso weit entfernt wie von Margan. Und deswegen habe ich die ganze Zeit hier nach etwas gesucht. Hier, so von der Distanz. Deswegen bin ich auch diesen Bereich hier abgelaufen. Nochmal kurz zur Erklärung. Aber es hieß ja, von Margan genauso weit entfernt wie von Dagon Fell in der Nähe von Vaas. Und von daher ist es die gleiche Distanz. Und ich habe halt die ganze Zeit hier so falsch trianguliert. Und deswegen war das ein bisschen ein verwirrtes Herumlaufen. Aber jetzt sind wir endlich in Sargon tatsächlich und wir kümmern uns um den Kopfgeldauftrag. Und jetzt kann ich sogar gleichzeitig noch alles einsammeln. Stimmt. Oh Jesus. Ich glaube, ich sollte echt aufhören, mich irgendwie drauf zu verlassen, dass die irgendwann mal freundlich zu mir sein können. Bist du eigentlich schon die Person, die ich suche? Oh, noch nicht tot. Nein, Gavesu Arelas ist das. So, Nerer Beneran. Also scheint es hier ein ganzer Club zu sein. Das ist ein Stahlclaymore? Das sieht so besonders aus. Sonst gar nicht mal so viel wert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese Knochenrüstung finde ich total cool. Die ist jetzt zwar keine besonders geile mittlere Rüstung an sich, aber einfach die Idee von einer Rüstung aus Knochen. Und ich fand sie damals einfach in Morrowind schon immer sehr geil. Hey, you! Es gibt Still! Entkommen. Dieser Charakter kämpft gerade. Ich glaube, ich muss echt mal die KI so, die KI reich... Oh nein, Zauberer. Oh nee, so einer. Geh du... Au! Absorbiert! Hau bloß ab mit deinem Knochenläufer. Nein, nein, nein. Mist. Jetzt hat er mich mit einem Absorbieren-Zauber. Ja, meine Stärke wird absorbiert. Dammit. Zum Glück habe ich mittlerweile da ein ganz gutes Mittel dagegen. So. Sonst wird nichts absorbiert. Oh, hey. Skelettschergen beschwören. Brauche ich nicht, aber immerhin etwas wert. Als ob ich mich noch darum kümmern müsste, wie viel was wert ist. Dann wiederum sage ich das jetzt wahrscheinlich und dann irgendwann so ein paar Level-Ups später, wenn ich viel auch für Training ausgegeben habe, dann hätte ich wiederum gerne die Kohle. Oh, so viele Wege. Oh, Falle. Das hier? Komm. Gib der Falle los! Mist. Jetzt habe ich die gesamte Sonde des Lehrlings verbraucht. What? Komm. Nice. Hallo. Kuckuck. Ha! Ich spreche sie immer, bevor ich mit dem Speer aushole, spreche ich sie immer an mittlerweile. Du kannst nie wissen, wenn dann der Typ nicht doch nochmal irgendwie ein... Wieso hast du zwei linke Armschienen und zwei rechte Armschienen?
Der wollte wohl auf Doppeltnummer sicher gehen. Oh wow, dieser Bereich ist hier größer als erwartet. Ich bin froh, dass ich eine Kiste. Nein, das ist hier eine Kiste, eine Map habe, wo ich draufschauen kann. Bäh. Eigentlich wollte ich gerade wieder runter, aber dann gehen wir eben hier weiter. Kein Problem. Oh, Zauberer. Au! Ihr Enwa. Oh oh. Oh, ich habe noch eine weitere Frage an euch Morrowind-Profis. Ich liebe es einfach, euch solche Sachen zu fragen und dann zu sehen, so, ja, also vorausgesetzt, ihr benutzt keine Zwinker- oder Zungenausstreck-Smileys, weil das kommt meistens einfach nur arrogant rüber. Aber wenn ihr einfach mir so ein bisschen unter die Arme greift, was so die, vor allem auch die Theorie angeht von verschiedenen Sachen, da habe ich nämlich nochmal eine Frage, was den Speer angeht, oder geht es vielleicht allgemein alle Waffen an? Weiß ich nicht, Moment. So viel. Oh Gott. Okay. Also Wasserlevel mache ich gleich. Machen wir gleich. Ich habe ja letzte Aufnahme gefragt wegen diesem Speer. Ah, nee. Wegen diesem Speer auf 100 und wie kann ich den irgendwie. Au. Dummkopf. Upsala. Komplett auf 100 bekommen. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage, was den Schaden angeht. Weil was ich ja jetzt schon seit einem ganzen Weilchen weiß, ist, gewöhnlich, Netschleder, ist, dass hier dieser Schaden, der da steht, so dieses 6 bis 22, dass die 6 Schaden gelten, wenn ich nur ganz kurz so tappe, also wirklich nur ganz kurz antappe, die Maus. Eine Laute, das ist aber schön. Dreckige Baden. Also so, da, das sind dann die 6 Schaden. Und wenn ich voll auflade, und dann erst zusteche, dann geht es eher in Richtung 22 Schaden. Meine Frage wäre jetzt, kurz nochmal zwischenspeichern erstens, aber zweitens, ab wann ich tatsächlich den vollen Schaden mache? Mache ich den vollen Schaden, wenn meine Animation hier so fertig gelaufen ist, also ab jetzt, sobald ich direkt in dieser Position angekommen bin? Oder ist das Timing basiert, also 3 Sekunden lang muss ich die Waffe zurückgestreckt lassen? Das wäre jetzt meine Frage, weil dann wüsste ich, okay, ich kann sofort den Schlag loslassen, sobald ich, wo ist diese Brücke, ich will ein bisschen rückwärts laufen. Ich kann den Schlag sofort loslaufen, sobald die Animation fertig gelaufen ist, oder muss ich tatsächlich dann ein bisschen länger warten? Das ist die Frage. Ah, das war auch schon der Beneran, der Typ, den wir gebraucht haben. Ebenerz, hallo. Der Typ ist mir schon jetzt sympathisch. Netschleder hat wohl leider nicht genug Geld gehabt. Eisenflammenschlechter. Das ist aber kein Ebenerz, schade. Knochen. Also 35.000. Nice. Das nehmen wir garantiert mit. Gott, ich werde so reich sein, so reich. Den Eisenflammenhändler, den lasse ich bei dem liegen, das ist es irgendwie nicht wert. Irgendein Questlog? Nein. Quein? Questlog? Nähere Beneran. Das ist ja doch. Nähere Beneran, ja. Er hat auch kein Item bei sich, wo dabei steht Näheres Ring oder sowas. Ich habe spontan wieder vergessen, ob ich Questlog-Einträge bekomme, wenn ich hier brav meine Kopfgeldaufträge erledige. Wahrscheinliche Antwort? Nö. So. Eine andere Sache, warum ich nicht einfach die Fallen versuche zu fressen in einigen Fällen, das mache ich ganz einfach, um meinen Sicherheitsskill zu steigern. Aber der steigt so wahnsinnig langsam, habe ich auch schon mittlerweile festgestellt. Hier, warte. Sicherheit habe ich als einen der Hauptskills. Ich habe das bisher eigentlich nur beim Trainer gemacht. Die einzigen Level-Ups, die ich nicht vom Trainer hatte, also von der Zahl her, hatte ich erst 2 oder so. Also wenig. Sehr, sehr wenig. Komm. Muss ich hier echt fliegen? Ach, komm schon. Ich glaube, er möchte, dass ich fliege. Aber ich möchte es erst mit einem Sprung probieren. Oh, das ist ein bisschen zu weit. Nein, ist es nicht. Oh je, das geht ein bisschen steil runter. So. Ich meine, wir können eh fliegen. Levitieren, meine ich. Entschuldigung. Großer Eisenkessel.
So ein Daedra-Herz, Daedra-Haut. Was zum Teufel ist das hier? Gürtel des eisernen Willens. Nee. 6 wert. Eigentlich gar nichts. Auch nur normaler Schädel. Naja. Ich nehme das mal trotzdem mit. Und teurer Ring, ich habe noch nie einen silberroten teuren Ring gesehen. Das sind bestimmt keine Questgegenstände. Gut, Blasen unter Wasser füllen auch nicht meine Sauerstoffleiste auf. Aber ich habe es einfach mal mitgenommen, die Sachen jetzt hier, weil die in so einem besonderen Kessel waren. Aber ich denke nicht, dass ich einfach irgendwie alles als besonders werten kann, sobald ich es an irgendeinem besonderen Ort finde. Luftblase. Okay, das führt mich nirgendwo hin. Ist wirklich nur eine kleine Luftblase gewesen. Ich auch noch eine Luftblase, eine noch kleinere Luftblase. Hier bin ich hergekommen. Kein Easter Egg hier unten? Einfach nur so eine Felsspalte? Okay. Die Easter Eggs wollen erst noch gefunden werden, wie mir scheint. Und dann geht's hier weiter. Oder? Seitlich keine Eingänge. Seitengänge, ich will hier nichts übersehen. Die Hälfte aller von euch... Offensichtlich, da drüben war Ultra das Geheimnis. Das beste Schwert im Game war da versteckt. Und du hast es einfach so übersehen. Dabei hat es voll deutlich geleuchtet. Ist doch mal klar. Ja. Solche Stimmen habt ihr in meinem Kopf. Oh, das muss schrecklich sein. Ah, okay. Also ich nehme an, das ist jetzt ja einfach der Bereich, wo ich auch schon vorher drin war. Ja, genau. Hier geht's hinab über die Leiter. Und hier war hier die Tür, die ich geknackt habe? Nee, das war hier genau der andere Bereich. Oh, warte mal. Nee, doch. Hier geht es schon raus. Und dann, wenn ich diese Geschichte... Ups. Ah, Akrobatik verbessert. Sehr gut. Durch den Fall zu Boden. Ah, hier haben wir ein paar... unangenehme Zeitgenossen. Ey. Dann halt nett. Das ist auch nur eine größere Höhle zum Luftholen, okay. Dann stirb halt nicht. Oh, ganz schön tief. Und hier müsste mich das möglichst bald zum anderen Raum bringen. Doch nicht? Okay. Da bin ich hergekommen. Ich habe echt Angst zu ertrinken gerade. Moment, ich speichere lieber nochmal. You never know! Okay, dann mal hier lang. Wow, das ist echt ein tiefes Loch. Aber wieder nichts am Boden, gar nichts, echt? Okay. Nee. Hier haben wir noch eine Abzweigung, aber... Nee, ich glaube, da ist nichts. Filmt euch das wieder übersehen. So, und hier jetzt... der Raum mit der Treppe, wo ich mich hingeknackt habe vorhin. Genau, das ging hier so ums Eck. Jo, ich erinnere mich. Sehr schön. Dann habe ich natürlich auch sehen, wohin mich denn diese Abzweigung bringt. Aha! Seht ihr, Leute? Hab's jetzt allen von euch gezeigt, die sich jetzt schon gedacht haben. Ach, down, geh einfach raus. Da gibt es nichts mehr zu holen. Hol dir die Belohnung vom Quest. Ergebert und so, und dann haben wir es und dann ist es okay und fertig. Aha, seht ihr mal. Ich habe euch eines Besseren belehrt. Sogar ein großer Seelenstein, ah, sehr cool. Sprungtrang und 100 Draken, naja. Immerhin. Schädel was Besonderes? Nein? Okay. Und es war nur normales Silberschwert, jawohl. Gut, hier nix, weil es war ein Sprungtrang, deswegen habe ich mich gewundert. Nein, nichts. Und dann haben wir hier noch weiterhin den Eingang. Noch mehr von diesen Blähsporen. Pökelsalz. Ob wir das auch mal für irgendeine Quest brauchen werden? Von diesen Blähsporen habe ich ja bisher relativ selten welche gesehen. Und jetzt sind wir... einfach hier. Ach, da oben. Okay. Ich glaube, das ist der Bereich, wo wir schon vorher drin waren, ne?
im Wasser zaubert, ist nicht schlechter, wie es aussieht. Jups. Jawoll, nice. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Gucken wir erstmal, wo zur Hölle mich das hier hinführt. Hier war ich schon, ja? Nein. Ich kann mich nicht erinnern, hier diese ganzen Kisten gelootet zu haben. Wow. Ich muss sagen, diese Ruine, die ist ganz schön verkantet und alles. Da sind zwar nur jedes Mal so drei Draken und so. Hier mal ein Trank, der 175 wert ist. Seht ihr mal. Aber wenn ein Penny nicht ehrt, den in Morrowind nicht vorhandenen Penny nicht ehrt, der ist das... Lasst mich umformulieren. Wer den einzelnen Draken nicht ehrt, ist das Drakenbündel nicht wert. So. Upsi. Nein. Nehmen, nehmen, nehmen. Nehmen, einstecken. Ich muss diesen Drang einfach befriedigen. So, sonst irgendwo, irgendeinen Weg? Ah, guck mal. Der Unterwasserbereich war zu keinem anderen Wasserbereich verbunden. Wo komme ich denn hier raus? Die Tür da hinten ist offen. Ah, ich habe dann... Genau, das ist hier. Ich habe die Tür dann geknackt und bin dann da weiter. Und hier ist dann jetzt der Eingangsbereich. Sehr gut. Hier war das Wasser und da geht's wieder raus. Schön. Damit hätten wir das erledigt. Das lief ja schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir uns direkt bei der Krieger die nächste Quest holen. Ein kleiner Safe, nachdem voll geheilt wurde, alles repariert wurde, Höhle abgeschlossen wurde. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber mir ist es einfach sympathischer, zu den Tempeln schnell zu reisen, als zu den Burgen da irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Tempel hier regelmäßiger an praktischere Schnellreisepunkte komme.